Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Oder musste ich ihn von der Zelle aus irgendwie... Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Ja genau, ich geh jetzt weg. Warte gefälligst! So. Jetzt geh ich mal hier rein und warte hier in der Ecke. Vielleicht kommt er ja her. Dann gehe ich aus dem Fenster. Ja, er geht. Ja, warum gehst du denn zurück, Edna? Was soll das? Wie kommst du nur dazu hier? Wie bist du da? Marsch zu... Willst du meine... Läppisch. Oh, musst du schon... Yep. Licht aus... Okay, Houdini. Ich aber... Okay. Hoch. Zum Schacht, genau. Weg hier. Dann gehe ich mal da lang, weil dann komme ich eh zum Fenster gleich. Raus. Falsche Ecke eigentlich. Ach, egal. In die Ecke gehen. In die Ecke gehen. Ah, Moment. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Nein. Was? Warum? So, Licht ausmachen. Ja, benutze Licht. Zack. Jetzt um die Ecke gehen. Hey! Oh oh, ich verdufte. Genau. Warte gefällig! Nein. Jetzt hier reingehen. Jetzt hier warten. Jetzt ist dunkel, genau. Was soll das? Wie kommst du? Wie bist du da raus? Marsch zurück! Willst du meine Antwort? Läppisch! Oh, musst du sch... Yep. Aber... Okay, ich weiß, aber... Kann ich jetzt noch... Moment, ich red nochmal mit ihm. Vielleicht bringt das ja was. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Okay, nein. Ja. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Jetzt bin ich verwirrt. Oder muss ich irgendwie... Nein, hä? Wieso laggt das eigentlich immer, wenn ich eine Szene wechsle? Apropos. In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Gut. In diesem Bild bewacht Captain Unbrauchbar die Stadtbücherei. Ich hab noch was vergessen, ne? In diesem Bild wird... Nein, das? Okay. In diesem Bild... Das hatten wir, okay, das ist das gleiche. Donks. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Warum? Okay, Moment. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ja, muss ich ja das... Nee, Moment. Ich muss ja irgendwas... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann das ja bewegen, ne? Die Säule. Die kann ich ja bewegen. Aber was bringt mir das? Bringt es mir irgendwie jetzt was? Ne, Moment mal. Irgendwie bin ich... Ich lasse sie mal jetzt da stehen. Hey! Oh, hey! Warte gefällig! Was ist, wenn ich jetzt hier reingehe? Wenn es nicht wieder laggen würde, danke. Jetzt da oben raus. Ich bin noch... Was soll das?
Wie kommst du nur da? Wie bist du da? Marsch zurück! Willst du meine Er hat halt sein. Ja. Er hat halt sein Schläger. Kann ich vielleicht. Okay, Moment, ich muss irgendwas. Ich red doch nochmal mit ihm, mit dem ganzen Minigolf-Ding oder so. Ich weiß nicht, wie du entkommen, aber eins ist sicher. Ich entkomme nicht nochmal, das sagst du jetzt zum vierten Mal, glaube ich. Hey? Was will. Notfall. Lass mich raus. Oh. Okay, das hatten wir alles schon. Vergiss es. Nein. Ja. Upsi. Hey? Was will. Ich würde. Wer will das nicht? Hab ich dir schon. Yep. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Yep, yep, yep. Ein großer Mann. Okay. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Tut mir leid. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Yep, yep. Was ein Name. Ein großer Mann. Dein Vater Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Oh! Nee. Ich würde. Yep. Mini. Und du hast. Weißt du was? Dann kannst du dich an. Ja, es bringt mir jetzt ja nichts, ne? Kann ich vielleicht mit dem Gitter noch irgendwie interagieren? Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Ich will hier raus. Vergiss es. Irgendwie ist das Sound ein bisschen. Gibst du mir ein Autogramm? Naja, immerhin bin ich ein berühmter Sportler. Ein aufgehender Stern am Minigolf. Das ist asynchron. Ich habe meine Meinung geändert. Ich will kein Autogramm. Okay. Gitter. Das. Gittern. Selten. Ich gittere. Das hatten wir auch schon, ne? Stimmt. Da gibt es keine offene. Vielleicht kannst du. Ja, das hatten wir schon, okay. Moment. Hä? Ey, jetzt bin ich langsam echt ein bisschen sehr verwirrt, du. Was muss ich denn machen? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss ihn halt da drin einspüren. Dass es vielleicht was mit dem Licht zu tun hat oder so. Aber leider nicht. Und ich kann hier auch nichts machen. Rede mit um die Ecke gehen. Das geht auch nicht. Ich kann hier nur um die Ecke gehen. Mehr kann ich nicht machen. Hey! Oh, oh, ich geh noch mal raus. Warte gefälligst! Da reingehen. Dann da. Dann rum. Nochmal um die Ecke. Das Ding ist ja, der Typ ist ja. Aber was ist, wenn ich jetzt wieder in meine Zelle gehe? Dürfte der Typ ja nicht da sein, um mit mir zu reden, ne? Hey! Na süß. Hä? Jetzt ist. Kannst du die. Nein. Und dich mit. Vergiss es. Ja. Okay, wartet mal, Leute. Jetzt bin ich. Also. Hä? Ist das gewollt? Dass ich nicht weiterkomme? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe doch alles in der. Hä? Hä?
Was soll das? Marsch! Willst du mein... Er kann mich halt easy abwehren, aber was soll ich denn jetzt noch machen? Okay, Hut. Ich weiß zwar nicht, aber... Ich bin halt doch schon ein wenig verwirrt. Ich sollte das mit dem Licht ausmachen, wäre jetzt so meine einzige Idee gewesen, irgendwie ihn überrumpeln zu können. Aber es hat ja nicht so funktioniert, wie ich wollte. In einem Schrank verstecken kann ich mich auch nicht, weil da ist Igor drin. Geh zur Tür. Das wieder wegschieben. Das wieder wegschieben. Es ist jetzt dunkel. Hätte ich jetzt jedenfalls so gedacht. Kann man hier irgendwie Leertaste drücken und... Ah, okay, ja, doch, geht wirklich. Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Okay, man kann Leertaste drücken, alles klar. Aber ich habe ja nichts übersehen, alles gut. Mit dem Poloschläger. Das ist mein alter Kumpel Harvey. So, ja, man kann sich ja nochmal alles angucken, ne? Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Ja. Dieser Kugelschreiber sieht extrem teuer aus. Okay. Lexikon, das. Lexikon. So, hatten wir schon, ja. Hier auch. Captain und... Boah. Die limitierte Erstausgabe. Kein Dreck unter dem Rand. Sie selbst. Ich nutze in diesem Screen jetzt Leertaste. Treppe, aber ich kann die Treppe ja nicht mal... Das kann ich ja nicht mal alles anwählen. Warte mal, was ist... Ich versuche noch mal eine Sache. Oh, oh. Ich verdufte. Ja, genau. Geh mal weg, Edna. Warte, gefällig. Jetzt geh mal in die Tür wieder rein. Jetzt gehen wir aus dem Fenster. Ich will mal wissen, ob der uns jetzt hier folgt. Ob der hier gleich langkommt. Oh. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtigsten gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht. Oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Da liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Hm. Aber ich hoffe auch ziemlich vielen anderen Quatsch. Ein Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Wow. Alter. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Hallo. Niemand hört mich. Hm. Von hier oben sieht zwar alles aus wie Spielzeug, aber eine innere Stimme warnt mich davor, einen Schritt nach vorn zu tun, um danach zu greifen. Wow. Ein Spielzeugauto. Hol's mir. Alles klar. Springen ist keine Lösung. Das stimmt. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Der könnte noch nützlich werden. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Das werfe ich bestimmt. Okay.
In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an! Alles klar! So, und dann das da hinten noch ansehen. Da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Das siehst du von hier? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Warte dort, ich komme runter. Es muss einen besseren Weg geben als den direkten. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ja, gut, stimmt. Ich benutze das als Ansporn. Sehr gut, Edna. Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Kannst du uns nicht tempomorphen? Unmöglich. Das ist zu weit weg. Nichts ist unmöglich. Außer Dr. Marcells Hosen. Alles klar. Unmöglich. Das ist zu weit weg. Außer Dr. Marcells Hosen. Ferne, die. Ort der Fragestellung, warum hinschweifen? In diesem Bild schweift Captain Unbrauchbar in die Ferne. Hui. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Hä? Ich... LOL. Das war gerade... Witziger Bug. Okay. Gut, dann habe ich es jetzt Okay, ich habe es gelöst, alles klar. Ich dachte, er holt mich jetzt wieder rein, aber hat er zum Glück nicht. Jetzt gehen wir aber in den Schacht, dann ins Büro. Von da aus wieder hier zur Tür. Auf den Flur. Und das davor schieben. Und jetzt können wir weg. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Da musst du schon... Yep. Okay, Hudi. Ich weiß zwar nicht, wie du... Aber wie? Was? Hä? Ist er auch durch die... Warte mal. Sag bloß, er ist auch durchs Fenster klettert. Oh Mann! Das ist jetzt unlucky. Ja, die Säule einfach nur... Die Säule doch da... Ich meine, ich bin verwirrt. Hat so gut funktioniert, ich dachte, ich hab's jetzt. Manu... Hey! Oh, ich verdufte lieber. Ja, genau, verdufte mal lieber. Warte, gefällt! Nein, rein. Da rein. Und warten. Was soll das? Komm sofort! Komm doch! Ja. Hatten wir alle schon. Ja, lach, weil irgendwann wirst du... Und dann kann... Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Ja, das ist ja egal. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So Nein. oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut. Ich geh meine Freiheit genießen.
Wie lange willst du da? Bis ich dich endlich. Es gibt nur. Und einer. Aber glaub. So oder so. Wieso? Den Telefonjoker nehmen! Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du! Der ist gemein. Mach's gut. Ich geh meine Freiheit genießen. Und nochmal reden. Wie lange will bis ich es und ein, aber glaub, hat mir schon, hat mir schon. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.